habt ja gar keine Ahnung. Wahrscheinlich ist gerade sehr dunkel, ne? Wie glücklich ich über meine Lenkradheizung bin. Ja. Außerdem, ey, guck mal, meine Scheibe ist frei, weil ich da das Ding drüber habe. Seht ihr, wie sich hier so Schlieren auftun? Das passiert jetzt, wo ich den Motor starte. War gestern auch. Und dann war es katastrophal am Ende der Straße. Also natürlich erstmal vor und hinten auch. Wir sind jetzt am Ende der Straße. Wir müssen erstmal Handy suchen. Es ist abgestürzt. Da hinten. Wisst ihr was? Ich habe herausgefunden, warum mein Auto geknistert hat am Montag. Ich habe keine Heizung mehr. Ich bin jetzt bei minus 9 Grad. Hier hingefahren. Und es ist die Hölle. Wir versuchen den Einkauf heute mal vor der Arbeit zu machen. Hört ihr das? Ich bin bei minus 9 Grad hier hingefahren. Es hat nicht funktioniert. Meine zwei großen Zehen kann ich nicht mehr fühlen. Es ist arschkalt. Ich halte im Lidl an, ich mache das Auto an und es wird warm. Da muss doch ein Wackelkontakt sein, oder? Immerhin muss ich morgen keinen Urlaub nehmen, um zur Werkstatt zu fahren. Ich hoffe, ey, dass das morgen früh funktioniert. Sonst rufe ich an. Ich kann nicht nochmal so fahren. Meine Hände sind arschkalt, meine Nase ist arschkalt, meine Zehen tun weh. Also, ich sitze jetzt hier noch 2 Sekunden. Okay. Mutter kam. Sitz nicht mehr hier 2 Sekunden. Ganz vielleicht haben meine Kollegen ihr Kind vergessen. Die sind draußen und er ist hier. Mit nassem Hemd. Aber gut beschäftigt, schaut mal. Tada! Schau mal, mit so vielen Stiften hast du gemalt. Ein Werkzeug, genau. Das sieht aus wie ein Schraubenschlüssel. Damit kann man was reparieren, ganz richtig. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out. I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Leute, ich find's gerade echt gruselig. Warte, bevor die Musik kommt. Ich wollte halt mal kurz. Wie ich diesen Monat mit meinem Geld null klarkomme. Ja.
Es rinnt mir durch die Finger. Ich hatte mich umentschieden und gesagt, ich kaufe jetzt doch nur Sachen übers Wochenende bis Dienstag. Es waren trotzdem 50 Euro. Ich komme damit auch länger hin. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber es waren 50 Euro. Und ich habe nur ein Wochenbudget von 50 Euro. Das war halt der Schrank, ne? Der Schrank und die Autoversicherung haben halt reingeknallt, weil ich die nicht gut vorgeplant hatte dieses Jahr, weil ich dachte, ach, Weihnachtsgeld so, ne? Mhm. Willkommen zurück. Ich habe gerade erstmal das Katzenklo sauber gemacht, weil ich will nicht frühstücken, bevor das nicht gemacht ist. Außerdem bin ich dran mit Hausflur wischen, ganz dringend. Ich zeige euch meine Ausbeute für 50 Euro. Ich will aber auch sagen, dass für 7 Euro Katzenfutter dabei war, weil die ein Trockenfutter da hatten. Okay, passt mal auf. Ich habe ein Kilo Paprika geholt. Weil Angebot und so. Pilze. Einen Lauch. Tomaten. Die waren aus Holland. Ich stand nirgendwo auf der Verpackung, musste ich mir den Karton angucken. Und rote Zwiebeln, weil ich jetzt so viele Tomaten habe, die ich endlich wieder auf Frühstücksbrötchen essen kann. Da brauche ich aber rote Zwiebeln für. Die habe ich mir mitgebracht. Dann geht es noch weiter. Dann geht es weiter noch mit einem Baguette. Weil ich wieder ganz viele Suppen plane. Zum Beispiel die eine, die ich euch mal, war das November? Oder Dezember gezeigt hatte. Die mit der Kokosmilch, dem Grünkohl, den Pilzen und so. Außerdem habe ich nur noch ein Glas Fond. Also müssen wir Neues machen. Deshalb Suppengrün gekauft. Und einen Salat. Nudeln. Weil ich weiß nicht, ob man es so erkennt, aber da oben schröpft es sich sehr. Ich habe einiges an Nudeln weggekocht. Die Suppennudeln habe ich noch ohne Ende. Da hatte ich bei Motatoes mal irgendwann mal zugeschlagen. Da gab es irgendwie 5 Stück für 2 Euro oder so. Ich wollte die veganen Mühlen-Nuggets haben, weil ich hier noch so einen Rest Wraps habe, die ich da reinmachen kann. Aber in der reduzierten Abteilung sind mir dann die noch entgegengekommen. Also habe ich die mitgenommen. Jo, dann nochmal 2 Karotten extra. Ein Sack Mandarinen. Ich hoffe sehr, dass die schmecken, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Ne? Dann wieder den Fleischsalat. Oh, ist alles so schwer da unten. Ich habe mir ein Pizzakit mitgenommen, weil ich würde gerne ausprobieren, wie das funktioniert mit Pizza im Airfryer. Mhm. Das soll der Knaller sein. Müssen wir ausprobieren. Genau. Katzensticks sind dabei. Meine Süßigkeit der Woche ist diesmal diese Schokolade. Dann habe ich noch einen Sack Orangen, weil ich irgendwie einen Orangenhieper habe. Einmal Milch, einen Feta-Käse, ja, ich habe klein beigegeben. Und zum guten Schluss den Riesensack Trockenfutter. Damit brauchen die Katzen diesen Monat aber nur noch Streu. Gut, ne? Und nächsten Monat auch nur noch mal so einen Sack. Und das war's. Ja, das war's hier. 50 Euro im Sande verlaufen. Gar nicht. Ich habe gelügt. Heute zum Snack gibt's einen Berliner. Und so. Ich gehe aufräumen und Frühstück machen.